Leute, ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich dieses Spiel spielen will. Deswegen beginnen wir jetzt mit dem nächsten Part von Pokémon Smaragd. Gut, ja, wir haben im letzten Part das Spiel angefangen. Unser Anfangs-Pokémon Hydrobi bekommt gegen Michael gekämpft, unseren Rivalen. Und sogar noch den Pokédex erhalten. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier, ich habe schon eine Vermutung, wo wir hin müssen, und zwar diesen Weg. Das ist ein Typ, der von diesem Typ versperrt wurde, der den Fußabdruck haben wollte. Warte, Marcel. Marcel, hast du dich schon mit, hast du dich Professor Birk schon vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon du hast. Ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Birk erhalten? Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für deine Abenteuerreise sind die Torbotreter wie geschafft. Ja, endlich haben wir sie. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Marcel, zieh die Torbotreter an. Yeah, jetzt können wir nicht schneller laufen. Marcel, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte den B-Knopf gedrückt, wenn du die Torbotreter an hast, um zu rennen. Schimmeln die Torbotreter und erobern die Welt da draußen, ja. Sich vorzustellen, dass du nun ein Pokémon besitzt, dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig, sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Ich werde der Herr Allerbeste sein. Schnappen wir sie alle, ja, yeah. So, wir haben Pokébälle, also geht jetzt auf zu Fifien. Oh, da haben wir es auch schon. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt irgendwie schneiden müsste, bis das Pokémon endlich kommt, aber weiblich und Level 2? Oh, scheiße. Die Drobi ist ja schon völlig angestellt. Nee, ich warte mal auf ein Level 3 Pokémon, weil das Geschlecht ist mir sowas von egal eigentlich. Männlich wäre zwar schöner, aber wenn es weiblich ist, dann brauche ich dann nur ein Level 3, wenn ich mir das fange. Weil ich muss das ja auch schnell hinterher trainieren, weil wenn dann später eins kommt, was Level 2 ist, dann es ist zwar nur ein Level, aber es hört sich auch nicht viel an. Es ist eigentlich auch gar nicht so viel, aber na egal. So, Fifien, auf Level 3. Schmecken wir erstmal. Oh fuck, wir sind aber ziemlich angeschwächelt, also muss ich jetzt leider einen Trank benutzen. Oh, Trank. Der Vergangenheit. So. Zettel, ja, es verschwendet leider einen Zug, aber es ist nicht so schlimm. Warte mal, lass uns kommen. Moment. Achso, da sind wir. Okay. Gut, schwenden wir einfach nochmal. Wie viel zieht jetzt eigentlich Lebensschelle? Sollte eigentlich jetzt nur sogar noch. Nein. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie ihm. Weil Lebensschild ist eigentlich ziemlich schwach. Egal, Level 8. Nur, wenn man nur ein Pokémon trainiert, das ist auch doof. Also, erwähne ich jetzt mal, weil, wenn man ein Pokémon hat, das, was man extrem stark trainiert, ist auch blöd. Wenn man ganz viele Pokémon hat, dann ist das gut. Die alle natürlich. Gleich stark. So. Ja, vielleicht steige ich jetzt. Wenn das nächste Pokémon jetzt nicht das Pokémon ist, das ist cool, dann schneide ich es raus. Stirb, Baumpil. Los. Danke. So, 15 EP ist. Nee, E-Punkte. So, und wenn jetzt nicht das richtige Pokémon kommt, dann. Okay. Moment her! Zickzacks! Gott. Ja gut, dann mache ich jetzt hier den Schnitt, bis das Pokémon kommt, was wir wollen. So, da haben wir es auch endlich. So. Maus wieder aus dem Spiel. So. So, das werden wir jetzt aber fangen und ich werde es nicht mit dem Schelle besiegen. Ja, ich habe keine Erfahrung. Oh. Ich werde jetzt den Ball. Ist schon langsam zu blöd. Ja, ich habe keine Erfahrung dazu bekommen, weil ich jetzt einfach die ganze Zeit gefürchtet bin. Weil ich jetzt keine Lust hatte, jetzt noch zu viel Erfahrung zu kommen. Ich will erstmal das Fifien jetzt trainieren. Da haben wir es. Ja, hey, ich werde gar nicht erst das andere springen, glaube ich. So. Fifien, es bedroht seine Feinde mit gefletschten Zähnen. Fliehenden Gegnern hetzt es nach. Fifien macht auf der Stelle kehrt, wenn der Gegner zurückschlägt. Toll. Sieht richtig müde aus irgendwie, ne? So. Dann gucken wir uns das mal ganz kurz an, wie das aussieht. Wo haben wir es denn den Knopf? Da. Pokédex. Wollen wir nicht. Wir wollen den Pokédex. Moment, wir wollen Pokémon. So.
Schiff fehlen. Irre ich, was kannst du denn? Das kannst du nicht nur Tackle und Heuler. Ja, klar. Nee, nur Tackle, oh. Okay, Angriff ist höher von ihm. Ja, gut. Die müssen jetzt aber erstmal ganz kurz heilen. Da kann der nämlich auch mal jetzt mit Pokebällen. Pokémon mit Pokebällen kann man Pokémon nicht heilen. So, Fifian ist ab wieder voll KP. So. Pokémon. Tausch mit die Druck. So, jetzt haben wir Fifian an erster Stelle und der wird jetzt erstmal ein bisschen trainiert. Oder wisst ihr, was ich mal jetzt noch einen Cut? Und wenn es auf Level 6 ist, sehen wir uns dann wieder. Ja, gut. Bis Level 6 hatte ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, ich will weiter aufnehmen. Bis Level 5 habe ich jetzt gemacht und... Oh, die erste Attacke, die er lernt, ist Yola. Was war das nochmal? Wird die Verteidigung des Gegners einfach stark gesenkt oder? Nee, das war Kreideschrei. Was war denn das? Guck mal, ja. Bericht. Unlichter, sag ich da. Yola. Jault, um sich zu gehen. Um in sich zu gehen. Achso. Erhöht Angriff wert. Okay, na gut. So. Und jetzt gehen wir nochmal schnell ins Pokémon-Zentrum und teilen uns. Ja gut, jetzt hätte meine ganzen Tränke nicht verballern sollen. Ich hätte hier einfach ins Pokémon-Zentrum sein. Oh, ich habe noch nicht mit den Leuten gesprochen, ne? Der Pokémon-Drahtlos-Club ist im zweiten Stock und wurde erst kürzlich eröffnet. Ich habe schon Pokémon getauscht. Wohl ich aber nicht und werde das auch nicht machen. Pokémon-Center sind eine großartige Einrichtung. Du kannst in ihren Service so oft du willst in Anspruch kostenlos. Daher kannst du unbeschwert umherreisen. Ich weiß nicht, warum die das mal kostenlos machen. Der PC dort in der Ecke ist für alle Pokémon-Trainer. Das heißt, dass du auch ihm benutzen darfst. Oder dass auch du ihn benutzen darfst. Ja, hi, meine Pokémon. Los, mach hin. Eigentlich sind das nur zwei und nicht sechs. Das würde so lange dauern, die zu heilen. So, ja, danke. Danke, so. So, dann können wir das sehen hier links. Ja, oh, warte mal, was hat er jetzt so gesagt? Ich habe die Fußspuren eines seltenen Pokémon abgezeigt, aber hinterher habe ich festgestellt, dass meine eigenen Spuren waren. Willst du ihn verarschen? Los, Hydropi, vernichte ihn! Hydropi! So, was kommt jetzt hier? Route 102, okay, dann geht's hier weiter. Der erste Trainer. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Auswahl nicht ablehnen. Ja, das ist ziemlich doof, weil man muss immer gegen die kämpfen. Okay, die ist auch nett. Fifian, ja gut, auch Level 5, verdammte Scheiße, das ist ja genauso schnapp wie meins. Ja, wir machen erstmal Yola. Und der Bonus-Tackle, gut, sieht er mir? 3, okay, ich mach nochmal Yola. Zweimal hintereinander, das dürfte reichen. Dann ziehen wir mit 2 Schlägen. Hoffe ich mal, ich weiß ja nicht. Ich kenne das Spiel nicht, aber das ist eigentlich in dem Spiel so. Ah, das sind doch, glaube ich, 3. Das sind, glaube ich, 3 Schläge. Das sieht ziemlich knapp aus, wenn das 2 sind. Bitte besieg ihn. Bitte nein. Da hätte ich mir den letzten Jahrlauch sparen können. Egal. Ist der jetzt... Oh Gott. Das ist unglaublich. Ja, komm, steig in Level. Nein, verdammt. Schade. Ah, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Ja, hättest du. Dann wärst du schon zu stark. Warte mal. Was wollte die oder der denn da oben? Und noch eins. Und das hätte ich mir hier fangen sollen. Denn hier gibt es, glaube ich, noch stärkere Pokémon. Egal, jetzt ist mein Fifian sowieso stark genug. Tackle! Oh Gott, das ist so gut. Der zieht mir so viel. 1-2 KP, da bin ich ja stärker, aber oh. Das Ding muss eh riskieren eigentlich, weil Fifian könnte jetzt draufgehen. Nee, tut aber nicht. Das ist schön. So. Ich heile ihn jetzt einfach nochmal. Nochmal. Und renne nicht ins Pokémon-Zentrum, dafür bin ich einfach zu faul, aber dafür habe ich schon gar keine Tränke mehr. Ja. Nee, ich renne jetzt nicht zurück, wie weiter. So, wilde Pokémon. Zickzacks, okay. Ich werde hier jetzt auch nicht jahrelang nach neuen Pokémon suchen, weil ich möchte weiterkommen, deswegen. Tackle, dann ist Fifi noch gleich Level 6, das ist gut. Zickzacks, das entwickelt sich zu, wie heißt es, Giratax, ne? Das hat mein Kumpel mir gestern oder vorletzt noch gezeigt, das ist Geradax. Aber nee, ich möchte diese. Oder ich könnte mal eins fangen für VMs. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So VM-Sklaven bei sich zu haben, ist immer ganz gut.
bin ich eher glücklich, da gerade noch drauf gekommen, weil sonst hätte ich mir später anfangen müssen oder meinen Team-Pokémon ein VMs beibringen. Außer Surfer oder sowas mache ich das sowieso nicht. Weil Zerschneider, Stärke, was soll ich mit denen? Die sind nicht mal stark. Doch Stärke ist, glaube ich, sogar stark, aber naja, egal. Kraxler ist stark. Der kann sogar verwirren, aber egal. So, Käfersammler sieht wahrscheinlich so aus mit diesem Hut. Haha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinen Käfer-Pokémon gegen dich. Ja, versuch. Oh, scheiße. Käfer ist sogar stark gegen Unlicht. Der hätte aber noch nicht irgendwie Käfer tanken können. Du bist ja zumindest stark gegen den Käfer bist, aber das ist, glaube ich, sogar eine neue Attacke, die es hier noch gar nicht gibt. Deswegen. Ein Volltreffer, yeah, geil. Fahnenschuss, ja gut, das ist zwar eine Käferattacke, aber die zieht ja nichts. Macht mich nur langsamer, ganz toll. Und er setzt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit Fahnenschuss ein. Oh, es reicht, das war klar. Oh, der greift an. Der war auch Volltreffer, das gibt's ja nicht. So, jetzt ist Level 6. Noch ein Baum. Ja, wir tauschen jetzt mal aus. Ich glaube, darfst du auch mal wieder kämpfen. Ich habe so oft Fifi in der Schule gesehen, das ist unglaublich. Hey, Droppi, na los, mach ihn fertig. Aber da Boden auch nichts gegen Käfer kann, muss ich mit Tackle-Bänder arbeiten. Tja. Fahrenschuss wird dir nichts bringen. Ich bin zwar sowieso jetzt langsam auf Boden mal, aber es. Oh. 95%, dass er nicht, 95%, dass er trifft. Und diese letzten 5% ins Eigentlich geht, oder was? Willst du verarschen? Jetzt war ich zwar noch schneller, aber jetzt bin ich wahrscheinlich langsamer. Ja, mach ich langsamer. Oh Gott. Hydrobi, warum triffst du denn nicht? Das hat ihn besiegt. Siehst du? So macht man das. Naja, egal. Zackel ist auch nicht die allerstärkste Attacke. Aua, besiegt und verloren. Ja. Okay, war wohl nix. Mit warum bekommst du nicht weiter? Ich bin nicht groß, ich weiß nicht, ich hohen Gras. Das Gras ist ja nicht meine Nase und. Hatschi! Tja, Pech gehabt. Ah, noch ein bisschen Pokémon. Was zum. Lotorzel. Lotorzel. Och, das hätte ich mir fangen können. Aber jetzt brauche ich auch nicht mehr, es ist Wasserpflanz. Ich kann es mir ja ruhig mal fangen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht mein Team nehmen, weil ich habe einen Pflanzen-Pokémon, Wasser-Pokémon, da brauche ich nicht ein Pflanzenwasser. Aber für den Pokédex, allein dafür kann man es allerdings nicht mal fangen. Oh, eine Geisterattacke. Erstaunen, aber es ist nicht selektiv und ist sowieso ein schwarzer Bär. Ja, das finde ich jetzt echt traurig, weil den hätte ich. Ach, kacke, den hätte ich gerne im Team gehabt, ja. Das ist das Problem, es gibt so viele schöne Wasser-Pokémon, aber ich kann mir die nie fangen, weil ich mir das Wasser den Wasserstarter nehme. Oh Gott, das ist jetzt blöd. Kann ich mir das schöne Lotorzel nicht nehmen? Lotorzel, Wasserlinse. Es ist ein Teilchen mit reinem Wasser zu Hause. Kleine Pokémon werden von ihm auf seinem weiten Blatt sicher über den Teich befördert. Auch das ist ein nettes Pokémon. Ja, jetzt habe ich den Eintrag von Zigzags vorgelesen. Oh, ist egal. Ach, du bist ein Trainer. Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Oh. Ich habe 4 Pokémon. Du kannst dann gegen sowieso nicht gewinnen. Aber ich werde sowieso nur mit 1 kämpfen. Oder 2. Zigzags. Hugo, Trainer Hugo. Ach so Gott. Ja, Tackle. Immer nur Tackle hier, das gibt's doch nicht. 4, der hat mit 3 oder 2 Aktionen. Ich habe hier nicht drauf geachtet. Heuler? Das ist nicht nett. Heul mich nicht an. Oh, das sieht so wenig. Und jetzt macht er normal Heuler. Kannst du mal bitte aufhören? Das wäre echt nett. Ich könnte doch einfach Jolla machen, aber. Nein, du hast nicht gemerkt, dass du jetzt sowieso tot bist. Oder wollte er es schwächen für das nächste Zickzack? Wenn jetzt noch ein Zickzack hat, würde mich jetzt aber echt ärgern. Schwalbini? Oh Gott, ich brauche noch ein Flug-Pokémon, da muss ich ja noch ein Schwalbini fangen. Schwalbini, ja, da wechselt man lieber. Ich weiß ja nicht, auf welchen Level, da muss ich Hydrobi nochmal rein. Ja, was heißt, die müssen. Aber. Naja. Oh Gott. Der mit 3er Rudel hätte da noch drin bleiben können. Aber mit Lebensschell kann ich gar nichts anfangen. Das Ding ist vom Typ normal Flug und mit Bodenattacken kann man Flug-Pokémon ja nicht trennen. Wobei das hier nur auf dem Boden steht. Also von daher hätte ich es auch ruhig treffen können. Lebensschelle kann man auch in die Luft werfen. Also. Ne? Egal. Ich hab dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Tja, hast du falsch gedacht. Der
ich bin Auserwählte. Bären. Bären. Nein, es gibt Bären. Oh, bitte nicht. Sei Sinelbär, möchte sie? Ja, ich nehme sie gerne mit. Sollte jetzt nicht pflanzen, nichts pflanzen muss oder irgend so ein. Muss wieder weich geben, bitte sammle ich. Nein, ich werde die Bären sammeln, aber ich werde sie nicht nochmal neu pflanzen. Ich nehme sie zurück und sammle die wieder neu ein. So, was ist hier? Achso, dann komme ich hier zurück mit der Person überhaupt gesprochen. Ich nochmal eingehen. Ich werde ja jede Menge Pokémon fangen. Damit, mit denen habe ich glaube ich noch nicht geredet, aber toll. Zum Glück hat mir nichts gebracht. Oh, kein wildes Pokémon, dafür jetzt aber Glück. So, schön. Cool zu sein, dass die Blütenburg. Ich habe verstanden, Blütenberg. Ich habe gedacht, dann muss ich jetzt zu den Bären. Göre. Sehe ich, es ist eine Göre. Mein Ziel? Stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Du wirst nicht gewinnen. Damit hast du jetzt deine Karriere zerstört, dass du gegen mich kämpfst. Göre Karin, ja, war klar. Die ersten Gegner sind meistens Kämpfer-Sammler, Teenager und Gören. Sie blühen Gören. Oh, scheiße. Jaula? Das wird mir jetzt wahrscheinlich zu viel ziehen. Ja, ich bin jetzt auf 3 KP. Ja gut, dann muss ich jetzt heilen. Und das Schöne ist, ich habe kein... Was sind die Bären? Die bringen zu, aber einfach nur Wachs. Wachs besonders. Was? Ich wachs. So, jetzt hat er, ja, den Angriff wieder gesenkt. Das ist mir aber auch recht. Jetzt kommen wir auf Kampf und setzen Tackle ein. Und oh, wie viele AP waren das noch? Komm. 50 hast du dann so gut. Ich dachte gerade. Oh Gott, kannst du mal mit Heule aufhören, das nervt. So, mal jetzt Jaula. Schreiben uns gegenseitig an, das bringt was. Du wirst schon sehen, das bringt was, wenn wir uns anschreien. Wart bloß ab. Bitte hör auf zu heulen. Danke. Nochmal Jaula, so. Da ist der Angriff wieder etwas höher. Ich kann ihn mehr ziehen. Müsste das kommen? Ach, ich hab mich jetzt rein. Oh, der greift auch an. Oh mein Gott. Ach, stirbt doch nicht. So, 4 KP, wenn er jetzt wegen Volltreffer trifft, irgendwie so. Aber so weit wird es gar nicht kommen. So, das muss jetzt ein Level sein. Danke. Level 7 für Vivien. Yeah, Knilz. Nee, da muss ich mit Vivien eigentlich drin bleiben, weil Hydropi kann gegen einen Käfer und einen Käfer. Gegen Pflanzpokémon und nicht unbedingt kann gegen noch gewinnen, aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie Pflanzenattacke kann. Ja gut, Level 4, da wird es wahrscheinlich nichts Großes können. Komm, okay, jetzt kriegst du mal mit Jaula. Wieso riskieren eigentlich? Ich könnte jetzt mal Pflanzen wieder rein, aber. Will ich eigentlich ungern machen. Sowieso nur 2, kann ich jetzt wohl noch eine Runde überstehen. Wenn es jetzt die Hälfte zieht, kommen. Nein, das geht zu wenig. Muss ich das Pokémon wechseln? Drupi. Wie viel ist das schon mit 7 aufgefallen? Ja, schon beide wieder gleich stark, das ist schön. Na ja, gut, bitte wieder. Er steigt jetzt noch ein Level gleich. Tackle! Ich weiß nicht, warum ich jetzt mich schon Gedanken mache, wer hier der Gegner ist, weil die können sowieso noch keine großen Attacken. Nur ich will eigentlich, dass die Domi noch Aquaknarre oder sowas lernen, das wäre echt toll. Weil dann hat er wenigstens Attacke, die stark ist. So, jetzt mal wieder nicht gehen und aufhören zu gehen. Da habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. Ja, danke. Und zwar eine Attacke mit Step. So, jetzt werden wahrscheinlich alle schreiben, hey, was ist denn Step? Step ist, ja, wenn ein Wasser-Pokémon eine Wasserattacke einsetzt, dass die Attacke 50% Stärke dazu bekommt. Das ist halt... Bei Feuer-Pokémon eine Feuerattacke und bei Pflanzen-Pokémon Pflanzenattacke und so weiter. Das ist einfach, weil dann die Attacke stärker ist. Nur tot, wenn der jetzt mit, ist ja Pflanze Wasser, wenn der jetzt mit einer Pflanzenattacke oder mit einer Wasserattacke angreift, hat diese Attacke ist diese Attacke stärker. Es sei denn, es ist ein Fahrenschuss oder sowas. Egal, gar nicht, das wäre ein dummes Beispiel, weil das Pflanze, weil das eine Käferattacke ist. Na egal. Ich hoffe einfach mal, dass ihr das verstanden habt, was ich meine. Das wäre nämlich echt toll. So, komm, inne. 20 Minuten schon schwer packen. Gott, oh nein, ich muss weiterkommen. Ich muss den Part wieder bald beenden. Och nö, bitte nicht. Ich möchte was so weit kommen wie möglich. Kampf, Tackle, so, komm, mach ihn her.
Ich würde es auch gerne vorspulen, aber ich weiß nicht, wo die Taste drauf ist. Und ich will jetzt auch nicht versuchen. Am Ende stört mich mein PC ja. Weil ich irgendwelche Tasten auf der Tastatur so wäre, sowas passiert nicht. Eigentlich passiert sowas nicht und deswegen lasse ich es drüber. Egal, einfach in die nächste Stadt. Brauche nicht trainieren, glaube ich. Ja, doch, eigentlich, bestimmt müssen wir trainieren, aber ich will nicht. Lüttenburg City, sie meint nicht mal eine Arena. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Typen. Je nach Typ des Pokémon kann der Kampf leichter oder schwerer sein. Deine Drupi ist beispielsweise ein Wassertyp. Es ist stark gegen, gegen den Typ Feuer. Aber es ist schwach gegenüber Pflanzen- und Elektro-Pokémon, ja. Als meine Pokémon seine Xenoberg Aas wurden, sein KP auch gefühlt. Ja, bei meinem Pokémon war das auch so. Hallo, du Trainer. Ja, du hast ein wundervolles Lächeln. Ich habe ein Hobby und ich sammle die Profile von Pokémon-Trainern. Nun sieht's aus. Darf ich dein Profil sehen? Ja. Ja, danke schön. Zeigst du mir jetzt dein Profil? Ich bin groß. Pokémon. Pfiffien. Ich bin Pfiffien. Och man, Pokémon, die Profi. So. In. Pokémon. Ja. Ich bin die Drupi im Pokémon, ja. Fantastisch. Dein Profil, einfach wunderbar. Es sagt wirklich alles über dich aus. Jeder, der das Profil sieht, wird von dir entzückt sein. Dankeschön. Oh, so ein Scheiß. Das braucht man auch nicht. So, jetzt wieder Pokémon-Stein rein. Na los, mach hin. Scheiße, jetzt wollte ich schon 4 Pokémon. So. Ist jetzt irgendwo eine Arena, bitte. Ach, ich muss so, dass wir die Stadt erkunden. Wohin ist unser Heiko nur hingegangen? Wir müssen noch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Oh Gott, Namen. Pokémon Markt. Tränke kaufen. Darf sich so viel Geld ausgeben, weil so viel Geld haben wir gar nicht. Doch, ich nehme ein paar Pokébälle, die kann man immer sehr gut gebrauchen. Natürlich kann man noch drei kaufen, die wollen haben wir eine Flur. Warum gibt man natürlich mal nur so wenig Taschengeld? Geld. Setzt du Schutz ein, das hält Pokémon fern und ist sehr nützlich, wenn du es eilig hast. Ja, aber ich brauche die nicht. Auch wenn ein Pokémon jetzt noch schwach ist, es wird ständig stärker. Das Schlüsselwort heißt Liebe. Liebe für deinen Pokémon. Gut, Schutz kann werde ich aber später irgendwann verhüllen und was, glaube ich, brauchen. Hast du etwas gegen Gift dabei? Ein verrücktes Pokémon verliert ständig KP, bis es kampfunfähig wird. Halt deshalb stets gegen dir bereits. Ja, ich habe welches. 2 Stück sogar. Aber der erste Regel ist, wird doch kein Gift-Pokémon. Gift, freiwillig zu sein. Nehmen wir an, du hättest jetzt Pokémon. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Ja. Ja, eine Arena, na endlich. Aber jetzt müssen wir den Rest erkunden. Oh, wie schön, dass ich das am. Oh, das. Wie geil, das ist am Boden zu sehen da. Das ist ja schön. Wasser. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Es schimmern. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder es ist der Ausdruck düsterer Stille, in der Angst nagt. Was siehst du in deinem Spiegelbild? Ich sehe mich. Ja. Oh, ein alter Opa. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Ich wünschte, ich könnte mit eigenen Pokémon auf Abenteuerreise gehen, sich durch hohes Grasstein, steile, zerklüfte Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach teuer sein. Hey, das Heimweh haben möchte ich aber nicht. Komisch ist, ach nee, stimmt, das ist das einzige Spiel, was ich bis jetzt kenne, wo man einen Vater in dem Spiel hat. Sonst sind die Eltern anscheinend immer geschieden, das ist echt traurig. Und die Eltern wollen auch meistens, dass der Junge einfach weggeht, oder das Mädchen, je nachdem. Norman ist unser neuer Arena. Ach nee, Moment, das ist eine Frau. Norman ist unser neuer Arena-Alter. Ich glaube, er und seine Familie kommen so von weit her. Ich bin erst einmal gegen Norman angesehen. Wow, war der stark. Wie soll ich es sagen? Ich habe den Eindruck erlebt für seine Pokémon. Ist Norman unser Arena-Leiter? Unser Vater. Weil von weit her, das könnten wir sein. Pokémon habe ich gar nicht, was bin ich im Pokémon-Center? Danke. So. Gehen wir jetzt einfach zur Arena oder kommt jetzt noch irgendwas? Oh, Trailer. Nee, Trailer nicht. Tutorial, oh Gott. Hey, da bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern. Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie zu einem neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du mal eine Arena erkennen. So, dann gehen wir mal in die Arena, wenn wir das jetzt schon gesagt bekommen. Was? Keine Gehilfen? Kein Typ, der mir Tafelwasser gibt? Was ist das denn für ein Mist?
Sag mir bitte nicht, dass Hea Arena so blöd aufgebaut ist. Dann wäre das so eine Scheiße. Ey, da muss jetzt doch irgendwas... Nein, nein, das ist mein Vater, ich wollte speichern. Hm, na, wenn das nicht Marcel ist. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hier gefunden hast. Und so ist das, du hast ein bist mit Pokémon in Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Marcel. Das ist eine großartige Aussicht, ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie, du? Ach gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meinen Verwandten in diesem Flur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch einsam fühlen, daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen, ich weiß nicht, wie es das geht. Oh, ich verstehe. Marcel, hast du das gehört? Hilf bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier, ich leih dir mein Pokémon. Heiko, oh wow, ein Pokémon! Hm, ich glaube, ich gebe dir auch eins mit meinem Pokémon. Dann leg los. Oh wow, danke schön. Marcel, kommst du wirklich mit? Marcel, kommst du wirklich mit mir? Wie, nein, ich will... Oh. Das ist jetzt dein Ernst. Marcel, Pokémon stecken sich im Gras wie diesem hier, oder? Ich bleib hier und schau, ob ich sie richtig fange. Wow! Was? Willst du mich verarschen? Hier gibt's Trassler. Trassler, wie geil. Ja, noch macht alles richtig, solange jetzt normal angreift und nicht einfach den Ball wirft. Gut, das ist super schön, dass wir zum Mal angreifen. Man kann sich hier Trassler fangen. Im ersten und diesem grünen Gras hier. Oh, ich gehe schon wieder und höre kein Wort von mir. Zix, das Blut kommt zurück. Du musst meine Probe werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Wir hätten mal ruhig zeigen können, weil es ist noch nie so gesetzt, dass er ein Pokémon, dass man ein Pokémon wirft und dass es dann rausgeht. Das wäre echt schon, dass er vielleicht nochmal schwächt oder irgendwas macht. Das wäre echt nett, aber naja. Toll, Trassler wurde gefangen. Hey, kann ich das Trassler haben? Ich habe es geschafft. Es gehört mir mein Pokémon. Marcel, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Ultra hat es geklappt. Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Marcel, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich jetzt zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon gefangen habe, konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Und meine Mama wartet, sehe ich schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Marcel. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf, super. Nun, Marcel, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaros City, gleich hinter diesem Ort. Das solltest du die Arena als Felicia herausfordern. Felicia, was? Fernfrau. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Ohren der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Auch wir werden eines Tages gegen einen antreten, aber erst, wenn du stärker geworden bist, Marcel. Hallo, dann zählt das auf 7. Auf 7? Ja, ich habe gegen dich kämpfen können. Egal. Ja, also... Man kann hier Trassler fangen! Ich brauche einen Trassler. Ja. Ich werde jetzt mal kurz schneiden, bis wir Trassler gefunden haben. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Na, endlich, das Trassler ist endlich da. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Meine Güte. So, ein wildes Trassler erscheint es Level 4. Ich werde jetzt mal Zickzacks rausholen, um es zu schwächen. Ich hoffe mal, dass es nicht flieht. Ich habe Angst, dass es flieht. Und trotzdem, komm rein und schwäche es für mich. Heule, okay, das ist alles nur nicht fliehen. Erstauner. Oh Gott, das ist sehr effektiv, glaube ich sogar. Ja, es ist sehr effektiv. Okay, das sieht genug. Ich darf nur nicht zu viel ziehen. Okay, jetzt reicht. So, Pokémon. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen. Ich bin jetzt auf den Fisch getreten. Okay, ist das jetzt ungelogen? 10 Minuten, bis das Pokémon kam. Nein! Das gibt's doch nicht.
Trassler, ich bitte dich, geh rein. Tu mir das nicht an, ich hab nur 5 von den Dingern. Geh rein. Das darf jetzt keine so fangen. Ja, dann bitte rein, hier rein, erreichen. Okay Leute, wir haben ein weibliches Trassler im Team. Mit einem männlichen kümmern wir uns vielleicht. Nee, ich glaube, uns war das noch gar nicht mit Galagari. Ich will jetzt auch gar nicht den Namen vorlesen, wir haben jetzt 30 Minuten dafür gebraucht. Trassler, gucken wir uns mal ganz kurz an. Dann haben wir schon 3 Team-Pokémon. Ach du meine Fresse, ich muss glaube ich vielleicht mal eins rausnehmen, weil ich nicht weiß, was man für Pokémon noch fangen kann. Vielleicht will ich da noch ein Magnetaris, was ich lieber haben will. Speziell, das habe ich mir schon gedacht. Was? Was? Bei Tackle könnte ich so schön, aber nur Heuler? Was? Geil. Ja, daher noch ich schon meine Pokémon, dann packe ich Trassler nach vorne. Nee, das ist nicht jetzt. Oh, aber die Fähigkeit von Fifi hat mir echt geholfen, Angst hatte, dass ich jedes Mal sofort verschwinden konnte mit Floch, weil wenn die Pokémon mich dann auch aufgehalten hätten zu fliehen. Also ich war, das war eines der vorletzten Pokémon, sonst hätte ich weggegangen und hätte gesagt, nee, ich will keine Pokémon mehr, weil ganz echt 10 Minuten für einen Trassler. Was hat das für eine Chance in diesem Gras? 10? 1? Das ist lächerlich. So, Trassler, Tausch, Vivian, Tausch, Zickzacks, nee, nicht Bericht. Das heißt, die Pokémon, die wir nicht brauchen, kommen halt ganz nach unten. Zickzack, so. Ja. Gut. Pokémon werden geheilt. Wir gehen nochmal ganz kurz raus. Und treffen uns dann hier. Nächsten Part. Da war nämlich irgendwann das Stein hier. Hier ist es schon. Hier. So. Wir sehen uns im nächsten Part bei Pokémon Smaragd. Und machen dann weiter und gehen zur nächsten Stadt. Wie auch immer sie hieß. Ich hab's wieder vergessen. Tschüss.